Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe vor etwas längerer Zeit mal auf Instagram gefragt, was ihr so für Themenvorschläge für neue Videos habt und erstaunlich häufig kam der Vorschlag eine Setup-Tour oder eine Equipment-Tour. Und das ist das, was ich euch heute zeige. Mein ganzes Equipment, alles, was ich benutze, um meine Videos zu machen. Dinge, die ich jeden Tag benutze, aber auch Dinge, die ich vielleicht seltener benutze. Ich zeige euch in diesem Video alles, was ich so an Equipment habe. Und wir starten. Ich denke, wir fangen einfach mal damit an, was ihr gerade nicht sehen könnt. Und das ist natürlich meine Kamera mit dem Objektiv, das gerade drauf ist, dem Mikrofon und dem Monitor. Und das sind eine Sony Alpha 6300 mit dem Samyang 12mm f2.0. einem 5 Zoll ESDDI Field Monitor und dem Rode Video Micro. Machen wir weiter mit den Objektiven. Da haben wir direkt am Anfang hier mein allerliebstes Objektiv, the one and only, das Tamron 17-70 f2.8. Meine größte Investition jemals im Filmmaking und ich hoffe, dass sie sich auch noch auszahlen wird. Ich habe das Objektiv jetzt ein bisschen über 2 Monate und werde es vor allem im Sommer sehr, sehr gut gebrauchen können, wenn ich im Urlaub bin. Da es einfach ein super All-in-One-Objektiv ist. Das Review dazu könnt ihr euch natürlich hier oben angucken, genauso wie zu allen anderen Sachen, die ich euch zeige. Nicht alles wird oben verlinkt sein können, deswegen schaut einfach in die Beschreibung, dort habe ich euch alle Videos zu diesem Equipment verlinkt. Wie gesagt, mit dem Objektiv, das kannst du dir einfach auf die Kamera schnallen und bist eigentlich good to go. Das Einzige, was man sich vielleicht noch besorgen sollte, ist ein Tele, aber sonst hast du damit wirklich alles abgedeckt. Von Fotografie bis hin Videografie. Kann man damit auf jeden Fall alles machen und ich bin sehr zufrieden damit. Gut, dann kommen wir mal zu meiner B-Roll Queen oder auch einfach zu dem Objektiv, das ich benutze, wenn ich einfach Moderationsaufnahmen aufnehme, die jetzt nicht so weitwinklig sein müssen wie hier in meinem Zimmer. Weitwinklig ist halt gut hier in einem Zimmer, in einem kleinen Raum, um den Raum größer wirken zu lassen. Aber das Ding hat dafür noch Autofokus, was das Objektiv leider nicht hat, und eine Blende von f1.4 und das ist zum Freistellen wirklich extrem gut. Und deswegen benutze ich dieses Objektiv sehr, sehr häufig für Porträts und Moderationsaufnahmen. Ich habe hier noch so einen Billo-variablen ND-Filter drauf von Kane of Concept. Und ja, das ist das Wildrox 23mm f1.4. Dann kommen wir zu einem Porträtobjektiv, was ich jetzt schon sehr lange nicht mehr benutzt habe, da es eigentlich gewissermaßen vom 23-1.4 abgelöst wurde. Und das ist das 50mm 1.8 von Yanglu. Ja, ich weiß, ich habe mir das als mein zweites Objektiv damals gekauft, einfach weil ich von allen gehört habe, Nifty 50, das ist es. Das ist das Objektiv, was man eigentlich immer benutzt und habe danach erst realisiert, dass das auf meiner Kamera eher einem 75mm gleicht und das hier näher an einem 50mm ist als das 50mm 1.8 von Yanglu. Das liegt einfach daran, dass ich einen Crop-Sensor habe und die Brennweite dadurch etwas anders berechnet wird. Ja, noch dazu ist das hier kein natives Objektiv, das heißt, ich muss es mit einem Adapter an meine Kamera anschließen und das fördert den Autofokus jetzt nicht wirklich. Sagen wir es so, das hier kann man nur gut im manuellen Fokus benutzen, aber an sich ist es auch ein sehr schönes Objektiv. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Kit-Objektiven und zwar einfach das normale 16-50mm Kit-Objektiv. Ein sehr, sehr cooles Objektiv, vor allem durch die Bildstabilisierung auf 16mm sehr gut zum Vloggen geeignet und warum ihr das Objektiv beim Kauf einer neuen Kamera immer dazu kaufen solltet, seht ihr auf jeden Fall auch in dem Video hier oben. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Objektiv, vor allem für Anfänger. Für ein Kit-Objektiv einfach perfekt, sogar die Größe ist einfach der Hammer. Andere Kit-Objektive sind 3-4 mal so groß, also hat Sony hier auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und als anderes Kit-Objektiv haben wir das 55-210, das setzt hier sozusagen an der oberen Grenze vom ersten Kit-Objektiv an und geht dann nochmal bis zu 210mm raus, also ein Teleobjektiv und das einzig günstige Teleobjektiv für den Sony E-Mount, das es so im Preis unter 500€ gibt, wenn man es nativ anschließen will und dadurch hat das halt gar keine Konkurrenz. Das Video hierzu könnt ihr euch auch hier oben anschauen. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Objektiv für den Preis von gerade mal 250€. Und wer sich ein Teleobjektiv günstig besorgen will, aber noch nicht genau weiß, ob er es behalten möchte, kann sich das gebraucht anschauen. Das gibt es schon um die 120€ gebraucht und das ist echt genial für so ein Teleobjektiv. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Objektiv und das ist das 300mm f4 von Super Alvinar. Es ist ein Vintage-Objektiv, wie man unschwer erkennen kann.
super fett, super schwer, aber auch super cool. F4, super lichtstark, ist zwar nicht scharf auf Blende 4, Video dazu könnt ihr euch auch hier oben anschauen oder halt in der Beschreibung. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Objektiv. Ich schleppe es sehr gerne mit für Wildlife-Aufnahmen. Und es macht einfach super Spaß, mit dem Ding hier manuell den Fokus zu setzen, die Blende hier richtig einzustellen. Die Geräusche bei so alten Objektiven sind einfach super cool und so ein Objektiv hier macht richtig Spaß. Gut, gut, das waren meine Objektive und ich hoffe, da kommen noch ein paar dazu. Ja, sind schon einige. Wir stellen die mal kurz der Größe nach auf. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen cooler aus und wir wollen das Ganze ja auch geordnet machen. Eine Sache habe ich aber noch vergessen. Hier ist jetzt kein richtiges Objektiv so, aber das sind meine Makro-Ringe von der Firma Meike. Sehr, sehr gut für Produktvideos, für Makro-Fotografie. Für einen Preis von 20 Euro kann man damit nichts falsch machen. Man muss keine 900 Euro in ein Makro-Objektiv investieren. Sehr, sehr cool. Das ist ein bisschen größer. Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner zweiten Kamera. Und zwar der DJI Osmo Action. Zusammen mit den Polar Pro ND-Filter Set, das mit 3 ND4, ND8 und ND16. Mehr brauche ich einfach nicht und ich hatte nicht genug Geld, um mir mehr zu holen, also bin ich ganz zufrieden damit. Ich bin selten an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, ein ND64 wäre jetzt vielleicht cool. Deswegen zum Vloggen sehr, sehr gut. Meine ganzen Wildlife-Videos habe ich hiermit gevloggt, weil ich ja die Kamera zum Fotografieren gebraucht habe. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Für den Preis ist so eine Actioncam echt was Besonderes. Bei GoPro muss man für die Features mehr oder weniger das Doppelte zahlen. Und das ist echt, echt gut hier. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall noch das Manfrotto Pixi, die zweite Version. Und das ist ein sehr laut klapperndes Stativ. Deswegen benutze ich das auch nicht mehr so zum Vloggen, weil einfach immer diese Geräusche zu hören sind und es nervt auf Dauer einfach. Aber es ist auch für Reisen sehr gut. Man kann das ein bisschen ausfahren hier. Und kann das Ding hält auch locker einfach meine Alpha 6300 und damit kann man auch sehr gut Langzeitbelichtungen, Timelapses, alles mögliche machen. Ist ein echt cooles Stativ. Dann kommen wir einmal zu meinen Akkus. Da haben wir zunächst einmal drei Akkus für die A6300. Zwei sind gerade im Batteriegriff drin. Ja, von denen kann man nicht genug haben. Die A6300 schluckt die wie Süßigkeiten, also die braucht sehr, sehr viel Power und da kann man mit 5 Akkus nichts falsch machen. Am besten so 6 bis 7, immer schön viele Akkus dabei haben. Und als zweites haben wir dann hier noch einen fetten Akku mit dem Sony NTF... mit dem Sony NPF 970 Anschluss, genau. Hier ist ein bisschen was umgekippt. Die haben einfach monströs viel Power. Man kann hier per USB noch ein Handy anschließen und gleichzeitig laden. Also man hat hier noch eine Powerbank mit drin und die Teile gefallen mir richtig, richtig gut. Ich habe zwei davon. Einen habe ich hier noch in meiner ersten Lampe, einem LED-Panel von Neua, dem CN160. Und ja, das Ding hält damit wirklich Jahrzehnte aus. Ein anderes steht gerade hinter mir, um mir ein schönes Backlight zu geben. Und ja, ist jetzt ein bisschen rücklastig hier vom Gewicht her, aber kann man auch gut daran aufstützen und das hält dadurch echt schön. Wo wir schon gerade beim Licht sind, komme ich dann hier mal zu meinem zweiten LED-Panel. Das ist ein LED-Panel von der Firma WeLight und das ist einfach noch ein bisschen dünner und ein bisschen heller. Man hat hier hinten auch ein schönes Display drin, wo drin man alles einstellen kann. Und das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Und da es so klein ist, kann man es auch immer gut dabei haben im Rucksack. Genau. Hier haben wir einen Filter von mir. Ich benutze relativ selten Filter. Nur diesen hier benutze ich sehr, sehr häufig, wenn nicht sogar immer. Und zwar ist das ein variabler ND-Filter von KNF Concept. ND2 bis ND32 hat das Teil. Und das habe ich eigentlich meistens auf meinem Tamron 17-70 f2.8 einfach zum Vloggen. Dann kann ich schön den Filter zudrehen, aber kann weiterhin auf Blende 2.8 vloggen. Und dafür ist so ein Filter echt sehr, sehr wichtig. Zum Fotografieren, ja, soll ich mir vielleicht mal einen Polfilter zulegen. Aber momentan sehe ich da noch keinen großen Sinn drin, weil ich sehr, sehr selten einen Polfilter benötige. Bezüglich Akkus habe ich vielleicht die hier noch vergessen. Das ist von Anker eine Powerbank. Mit, lass mich nachschauen,
20.100 mAh. Und ja, die kann man sich einfach für den Urlaub mitnehmen. Handy laden, Kamera laden, Lichter aufladen, alles Mögliche. Kann man immer gebrauchen. Strom on the go ist immer sehr wichtig. Und wenn die Kamera irgendwann leer ist und man an einem coolen Ort ist, regt man sich dann doch schon des Häufigeren mal auf. Speichern tue ich natürlich auch alles auf SD-Karten. Dafür habe ich hier so ein cooles SD-Karten-Case. Und da habe ich USB-Stick drin, SIM-Karten drin. Es gibt sogar einen SIM-Card-Öffner für Handys. Sehr, sehr cool. Braucht man häufiger, als man denkt. Und meine ganzen SD-Karten und SD-Karten-Adapter natürlich. Das Ding ist sehr robust, wasserdicht, kann man mit Autoreifen drüber fahren, alles Mögliche. Also mit dem Teil hier ist man wirklich doppelt abgesichert. Und zum Speichern habe ich natürlich auch noch eine sehr, sehr kleine SSD. Ich glaube, die hat 500 GB. Ja. Und für den Urlaub natürlich zum Zwischenspeichern der Dateien immer sehr, sehr wichtig. Das letzte auf dem Tisch hier ist mein Zoom H1. Damit habe ich früher auf meiner alten Kamera, die keinen Mikrofonanschluss hatte, immer den Ton aufgenommen. Und der hat mir wirklich sehr, sehr gute Dienste geleistet, aber ist immer noch ein schöner Soundrecorder. Man kann den einfach on the go mitnehmen, ein paar atmosphärische Geräusche im Wald oder so aufnehmen und hat dann immer noch ein paar Tonspuren für dazu. Und ja, wenn man die Kamera jetzt gerade weit weg stehen hat und das Mikrofon näher anschließen will, kann man das auch einfach hieran anschließen und der nimmt den Ton für einen auf. So, der Tisch ist jetzt vollgepackt mit allem Zeug, was ich euch vorgestellt habe, aber es ist natürlich noch nicht alles. Denn was wäre ich denn für ein YouTuber, Fotograf und Filmmaker, wenn ich keinen Kamerarucksack hätte? Dieser Kamerarucksack kommt euch möglicherweise bekannt vor. Wer könnte es geringerer sein als der K&F Concept Kamerarucksack, den gefühlt jeder schon auf Amazon gesehen hat. Genau, hinten hat man die Kameratasche und vorne dann nochmal ein Fach, wo man alles mögliche andere reinstecken kann. Ob noch eine Jacke, Brotdose mit Essen und so weiter. An der Seite kann man noch ein Stativ oder eine Wasserflasche dran machen. Ist auf jeden Fall ein sehr kleiner, aber sehr cooler Rucksack und als Tagesrucksack sehr gut geeignet. Zum Reisen bräuchte man wahrscheinlich für das ganze Equipment hier noch einen zweiten. Für die Osmo Action habe ich natürlich auch ganz viele Accessories und die habe ich dann in diesem kleinen Koffer. Und das ist einfach wirklich voll mit Accessories für die Osmo Action. Braucht man seltener als man denkt. Habe ich auf Amazon einfach mal dazu bestellt, weil ich dachte, why not? Vielleicht brauche ich es ja mal. Dem Saugnapf hier würde ich jetzt nicht das Leben der Kamera anvertrauen. Aber für drinnen oder so kann man den mal benutzen. Aber niemals außen ans Auto hängen oder so. Ich glaube, das Ding hält da nicht so gut. Natürlich habe ich auch einen Kameragurt und den hier finde ich sehr cool. Der ist angelehnt natürlich an den Peak Design Kameragurt mit einem Quick Release. Das heißt, ich muss nicht immer irgendwas da rumfriemeln, um den abzumachen. Ich kann einfach so kleine Plättchen, die an die Kamera befestigt sind, hier reinschieben und mit einem Knopfdruck dann wieder loslösen. Finde ich sehr cool, vor allem da er nicht so teuer ist wie der von Peak Design. Der hier ist jetzt von Small Rig. Für 24-25 € ist der hier wirklich, wirklich gut und die Qualität ist auch sehr robust, das Ding hält, ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum Peak Design. Dann kommen wir mal zu meiner Steadicam. Die ist auch von Neua. Ich habe einiges von Neua. Die machen eigentlich relativ qualitativen Stuff für den Preis, den sie verkaufen. Die hat, glaube ich, jetzt so 80 € gekostet und ich habe schon ein paar Sachen damit gedreht. Ist natürlich eine sehr, sehr große Übungssache. Mit einem DJI Ronin könnte ich natürlich jetzt einfach beim ersten Try schon gute Aufnahmen erzielen. Mit der hier muss man sehr viel üben und es geht auch sehr, sehr auf die Arme, habe ich festgestellt. Aber es ist natürlich viel günstiger und ich finde am Ende, wenn man es gut macht, sehen die Shots viel organischer aus und nicht so roboterhaft. Last but not least kommen wir zu meinen Stativen. Da habe ich zunächst einmal mein dickes, fettes Studio-Stativ. Das kann man hier zweifach oben ausfahren. Bis auf 206 cm. Das benutze ich immer und seit kurzem habe ich auch noch ein zweites. Vor allem da ich bald in Urlaub fahre, habe ich mir das angeschafft. Das ist eigentlich baugleich, nur etwas kleiner und leichter. Das hat jetzt nur eine Ausfahrmöglichkeit. Ich glaube, das geht bis auf 165 cm und es wiegt auf jeden Fall nur halb so viel und das ist sehr gut, vor allem für den Urlaub finde ich das echt cool. Ja, das sind meine Stative. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao, Leute.